Hallo und herzlich willkommen bei Schiffe und Kreuzfahrten. Ich bin's, eure Melanie, und heute präsentiere ich euch eine Panorama-Suite für 4 Personen an Bord von AIDA Perla. So, dann kommt mal hereinspaziert hier in diese, wie ich finde, wunderschöne Panorama-Suite. Der Wohn- und Schlafraum ist gemeinsam hier integriert, aber hier mit so einer Lamellenwand voneinander getrennt, so dass das wirklich eine schöne Optik ergibt. Ihr habt hier auf der rechten Seite einmal das große Doppelbett, rechts und links davon natürlich auch Nachttische und ein kleines separates Nachtlicht sowie die Lichtschalter, so dass ihr das Licht in der Kabine auch direkt vom Bett aus bedienen könnt. Hier im hinteren Bereich habt ihr dann ja den Wohnbereich mit einem schönen Ecksofa, was dann im Fall einer Viererbelegung auch als Schlafcouch umfunktioniert wird. Direkt gegenüber ist dann zum einen der große Fernseher und darunter auch ein Kosmetiktisch, Schreibtisch, je nachdem, für was ihr diesen nutzen möchtet. Hier stehen einmal die Wasserflaschen, die ja bei einer Premium-Buchung inklusive sind, das Telefon, einige Informationen und auch die Segafredo-Kaffeemaschine, die ihr bei dieser Kabinenkategorie im Preis bereits inbegriffen habt. Hinter der Kaffeemaschine verstecken sich auch die Steckdosen, 2 Stück an der Zahl, sowie zusätzlich 2 USB-Anschlüsse, dass ihr euer Handy auch ganz gemütlich per USB-Ladekabel laden könnt. Nun werfen wir einfach mal einen Blick raus auf die Veranda, denn die hat es auch tatsächlich in sich. Erstens ist sie sehr geräumig und zum Zweiten habt ihr hier einmal eine Sitzgruppe, wo ihr auch schön eine Kleinigkeit essen könnt und noch viel schöner 2 gemütliche Liegen, auf denen ihr euch so richtig entspannen könnt und es euch gut gehen lassen könnt. Wir gehen wieder rein und begeben uns nun in den vorderen Bereich der Kabine. Hier warten nämlich noch das Badezimmer und auch ein separates WC auf euch. Hier auf der rechten Seite, wie gerade angesprochen, haben wir das getrennte WC mit zusätzlichen Ablagefächern über dem WC und auf der anderen Seite dann auch ein schön gestaltetes Waschbecken mit einem großen Spiegel darüber. Wenn wir jetzt in den Eingangsbereich zurückgehen, an den vielen Schränken vorbei, hier habt ihr wirklich sehr viel Stauraum für eure Kleidung und ja, da ist tatsächlich viel mehr Platz als nur für eine Woche. Auf der linken Seite dann hier das Badezimmer. Ja, und auch hier, anders wie auf den normalen Standardkabinen, habt ihr hier zum einen eine schöne große Dusche, aber ja, tatsächlich noch viel schöner ist die Badewanne, die sogar eine Whirlpool-Funktion hat. Direkt gegenüber habt ihr dann einen schönen Waschtisch, auch mit einem Waschbecken natürlich, sowie einem Spiegel, vor dem ihr euch zurecht machen könnt. So, das war's dann auch schon aus der Panorama-Suite für 4 Personen von der AIDA Perla. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn ihr noch Fragen habt, dann postet die doch gerne in die Kommentare und ich werde sie euch natürlich beantworten. An dieser Stelle sage ich nun Tschüss und auf AIDA sehen.